Moin Moin und herzlich willkommen bei der Eulenproduktion. Mein Name ist Marv und heute geht es weiter mit God of War, unserem Singleplayer-Gameplay. Hier bei mir. Ich sehe ja richtig schön dehydriert aus. Wir starten direkt rein. Wir waren das letzte Mal in diesem schönen Raum hier und mussten uns kämpfen gegen Wellen und Wellen. Unser Junge ist nicht mehr so assi wie das letzte Mal. Und da, wir sind wieder in Midgard. Jetzt geht's wieder weiter. Geschafft. Moin, der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tiers Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Wie hat Tier das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug aus dem Garn. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung. Tyrs Feuerschalen. Ein Symbol des Lichts, das alle Welten verbindet. Aber wozu diese seltsamen Runen? Jetzt, wo du es sagst. Das ist untypisch. Ja, dann liest doch einfach mal vor hier, Junge. Solche Runen haben wir schon gesehen, aber ich kann sie noch nicht lesen. Okay. Ab zur Schule mit dir. Ah, ich sehe ja mittlerweile richtig crazy aus, wenn ich das mal so sagen darf. Hier die Armschoner und so. Moi, moi, moi. Seht ihr das? Oh, da muss ich die anziehen. Vogel tot! Ab zum Weltenbaum. Oh, und ein bisschen am Tisch drehen. Ein bisschen am Rad drehen hier. Hoch auf. Ah, hallo Zwergenbrüder. Wie geht es euch? Die ja, beiden sind mittlerweile auch wieder vereint. Oh, ja, die Klingen. Die Armrüstung auch. Fester Stein. Zwartelheimstahl. Kann ich das kaufen? Ressourcen, Feste, ja. Oh, zwei Stück sogar. Ach nee, nicht zwei Stück, sondern... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Guck an, jetzt hier schwingen. Kann ich verbessern. Läuft doch. Habe ich die nicht ausgerüstet? Oh no. Bossflamme nicht genug und Chaosflamme. Ha, Chaosflamme. Jetzt singen deine Klingen ein neues. Da gehen die Runen wieder hoch. Was kostet denn so eine Frostflamme? Kann ich was kaufen? Theoretisch schon. Alles wunderbar. Alles wunderbar. Hervorragend. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, was uns in... Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim vorfinden, aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen ernten. Also gut. Einen Moment, Ele. Wir werden mal kurz hier nach Jötunheim reisen. Aha. Aktiviere Reise nach Jötunheim. Es ist soweit. Es geht los. Und währenddessen tue ich mal was für meinen Rücken hier, ne? Wie? Moment, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Was? Es ist kein Weltenkristall da. Tyr muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie Ermin. Ich habe ein Auge. Eins! Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs, ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es nicht. Wer weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal, er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri! Aha! Die Zwerge! Sie wissen, wo dein Auge ist. Ich bin mir sicher. Tür auf. Auf die
die Zwerge zu gehen. Hier. Jetzt aber raus mit der Sprache. Wo ist das Auge von Mimir? Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Oh. Oh. Das. Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich. Verzeihung, entschuldigt ihr mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ist das Mais? Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Tja, ich weiß nicht, was vor uns ist. Ach, Jörmungand, wie ist denn deine Verdauung aktuell? Wir müssten da mal in deinen Magen und etwas suchen. Würde dich das stören? Machen wir Hebel um hier. Katsching. Ah, jetzt doch mal drauf geschafft. So, halt den Kopf ran. Oh, jetzt kommt wieder. Oh. Ich von der Weltenschlange zu fressen lassen. Check. Auf jeden. Genau so. Statue etwa verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Sein Blick! Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Alle Beteiligten sind mit dieser Option nicht zufrieden, aber es gibt nun mal keine andere Option. Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Nein, Sohn. Na, das will ich nicht verpassen. Nein, Sohn, wir rudern in die Schlange. Sie frisst uns nicht. Wir rudern einfach nur in die Schlange. Ich meine, sie ist ja auch nur so lang wie die scheiß Welt. Das wird ein langer Rudertipp. Ich hoffe, du hast was zu essen mit. Ja, natürlich. Aber zum Glück hat sie da eine Zahnlücke. Brüder, ich war in vielen Seen. Uns, wir fressen sie. Aber das ist neu für mich. Oh, dann. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie in einem, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort hätte man. Erstmal machen wir hier Zahnpflege. Also, C32, check. C31, check. Meine Güte, stinkst du aus dem Maul! C1, Darius. Ah, hier hinten sind die Weisheitsszene. Eindeutig, die kommen noch durch. Ah, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ah, ah. Ah, ja. Goldstücke in der Maultasche. Naja, gut. Stich das mal wie eine Kuh aus dem Arsch, ja. C28, los. Okay, ich sehe nichts mehr. Ist so dunkel. Nicht schlucken! Nicht schlucken!
Oh, halt dich fest, Junge, das wird eine wilde Fahrt. Ganz schön dünnhäutig, das Vieh. Noch mal einer Licht. Lustig, von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben, ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Wie die Statue. Junge, aber hier muss mal jemand durchwischen. Das sieht ja gar nicht gut aus. Das sieht ja gar nicht gut aus. Ist das hier. Oh. Riecht gar nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidebier. Eigentlich sogar recht angenehm. Was ist denn das? Ja. Das ist ein Stück Haus. Da ist irgendwas im Wasser. Er könnte ja auch... Irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Nee, das ist Magensäure, Bengel. Das ist kein Wasser. Das ist Magensäure. Ja. Schlangen haben keine Wirbelsäule, wie wir sie haben, ist inkorrekt. Ja, das ist ja auch die Weltenschlange. Die darf das. Die ist sehr lang. Die braucht wahrscheinlich eine Wirbelsäule. Damit die so viel Scheiß fressen kann und den nicht verdaut. Mal ehrlich, ist das ein Boot? Das ist nicht das erste Mal, dass hier jemand rein ist. Oh, das sieht hier ganz böse nach Verstopfung aus, auch, ehrlich gesagt. Da kann mir keiner sagen, dass das noch gesund ist. Da drüben! Ja. Und sowas hat die auch noch intakt im Magen. Also. Gucken wir uns hier an. Müssen wir hier hoch? Normal ja, oder? Ah, wie? Bin ich gerade blöd? Kann ich hier hoch? Das wird an die Füße brennen. Erstmal ein bisschen Leben. Also sie haben auch eine, aber die Knochen, die davon abgehen, gehen nur bis zur Hälfte. Das kommt ja ungefähr hin. Das war ja ähnlich. Ah. Deswegen steht der Bengel hier. Hoppi und hoppi. Hopp. Und hopp. Mimir, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein. Noch ein Boot. Ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Na, bestimmt im Auge der Statue oder im Kopf. Es wäre schon ziemlich witzig, wenn es im Arsch wäre. Dann hätte Odin Humor. Einfach nur im Teil des Arsches der Figur. Hopp. Komm her. Junge, du verpasst hier oben was. Eine goldene Truhe. Ah. Ja, ist dein Auge. Vielleicht nee, solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Das war leicht. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Also, das war alles? Sticht aber auch mal direkt... Die. Jetzt können wir die Nebelhelmruhe lesen. Und die Weltenrune ist auch hier. Gehen wir hin? Einfach so? Kein Bossfight?
Hier lebt nichts mehr? Wie ist das, okay, mit mir? Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Ja, ist echt so. Dengel, halt's Maul! Kannst du so nicht sagen. Hier kommt gleich... Der kriegt gleich Blähung oder sowas, die Schlange. Wir kommen jetzt wieder raus. Wir signalisieren. Was ist da los? Aha. Das war etwas furchteinflößend. Reizt die Anwesenheit Jörmungandrs machen? Nein. Etwas stimmt nicht. Ach, alles gut. Hier ist bestimmt nichts drin. Nein, alles gut. Alles gut. Da ist nichts los. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Es ist nichts. Es ist nichts, was uns fressen wird. Mm-mm, nicht in der Magensäure. Hier lebt kein Fisch. Versuche, das Gleichgewicht zu halten. Ich hab dich! Praktisch. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Na super. Moin, Mark. Freya. Freya. Wir können ihr noch trauen, oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Ich persönlich sehe was nicht. Aha! Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Nicht der beste Satz. Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar,
Du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Ja. E-Spam. Wende dich lieber davon ab. Der braucht die Schläge auf den Mittagessen. Ich lass das nicht zu. Nein. Na schön. Halt! Ja! Nein! Oh. Nein, Atreus. Du blutest. Atme, Junge. Atme. Du bist ein Gott. Du bist ein Gott. Zieh durch. Blut. Ah. Was ist das? Ah. Ich kann das spüren. Ich kann jetzt alles spüren. Er ist verwundbar. Nice. Was zum Teufel? Was ist los? Will Freya uns töten? Nein. Hörst du den Wind? Wir bewegen uns. Dieser Pfeil, weil der schlug auf den Mistelzweig? Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt. Der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt. Langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Jetzt, ja. Mimi ist on point mit seiner Erinnerung. Wo geht's wohl hin? Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen! Nein, Weib! Kannst du nicht! Er hat vor, dich zu töten! Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet. Ich werde ihn beschützen. Ich lasse ihn nicht sterben. Wie ergreifend. Das ist alles bald vorbei. Da! Das ist damit auch. So, oh, oh, wie wundervoll. Du willst mehr? Kannst du haben. Wolfenklaue!
Oh! Ich fühle! Er freut sich richtig. Ja! Ich habe Gefühle! Schläge auf den Hinterkopf unbedingt. Ja, aber wie soll ich den denn jetzt kriegen, ey? Muss ja deutlich besser werden. Ah, Moment. Nee, doch nicht. Weich doch aus! Das geht nicht! Nicht so leicht. Ja, ist nicht so leicht. Ich muss erst die erste Hürde schaffen. Ja! 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 Das wirst du nicht tun! Oh, verdammt! Kratos? Oh, ich glaube, der kann das schon ab. Der ist das gewöhnt. Ich fühle! So. Ich fühle! Das ist kalt! Die Kälte! Das hält mich auf! Mutter! So kalt! Das ist cool! Ja!
Okay, dann gucken wir mal. So, das ist nur ein kleiner Riese, das kriegst du hin. Hoch mit dem Ring. Junge, der Kristall. Ein Rücken. Atreus. Atreus. Ich bin hier oben. Mir geht's gut. Wunderbar. Wunderbar! Oh, hab Scheiße. Ich mich so lebendig gefühlt. Ich darf das drücken. Oh, da ist er. Alter, jetzt sind hier alle gegen mich. Was ist denn jetzt hier, die fucking Grünlinge? Ich bin beschäftigt. Ja, das war's jetzt. Das wird mir jetzt hier zu bunt. Das ist wieder ein Fall für die Axt. Mehr! Zeig mir mehr! Ist wohl besser für die Axt. Oh Mann. Geht doch jemand anderem auf die Nerven.
Oha. Junge! Ist nicht mehr ganz so leicht wie vorhin. Am Hals. Ei. Spüren Sie das? Spüren Sie das? Okay. Okay. Da müssen wir mit. Ja, das ist God of War. Diese epischen Kletterpartien an dem verdammten viel zu großen Ding. Hoch eines Riesen. Bleib weg von meinem Sohn. Ihr müsst das nicht tun. Naja, du musst ihn auch nicht beschützen. Er ist echt ein Assi. Haben wir alles gelernt auf dem Rücken des Drachen? Adrius? Ih, Füße! Füße! Ah! Oh, ins Gesicht. Wuhuhu! Das sind ja mal die krassen Moves jetzt mittlerweile. Komm schon, hau drauf! Vor eurem Tod möchte ich euch danken. Euch beiden. Ihr habt vollbracht, was selbst der Allvater nicht konnte. Ich war nie so lebendig. Ironisch, oder? Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Spartanas Rage. Da.
Eieiei. Nein! Ah. Ein Kampf auf Käse und Brot. Jetzt komm hin. Leicht hier mit dem. Wie wäre es mit einem taktischen Rückzug? Ah, ja. Doch weiter. Das ist nicht so leicht. Ich krieg ja kein Leben mehr, ne, in dem Kampf. Da muss ich echt alles blocken. Okay. Der ist knackig. Ja, der ist richtig knackig. Yeah!
leid. Da kann ich eben. Kann ich eben Dinge rausschlagen. Kann ich im Lebensenergie rausschlagen? Das wäre interessant. Dankeschön. Oh mein Gott! Ich bin richtig im Sack. Ich muss erstmal wieder alles ausweichen. Nein, ich muss erstmal wieder allem ausweichen. Das wird wohl nix. Nicht so einfach. Das ist halt so eine fiese Attacke. Eisattacke, die ist schlimmer als die Feuerattacke. Ja, knackig ist er auf jeden Fall. Aber es muss auch sein. Das ist lästig. Ja, das ist alles out. Ja. Come on.
ist jetzt. Das war jetzt zum Beispiel wieder so ein Ding. Da sterbe ich lieber. Weil das richtig unlogisch war. Ich habe ihn in die Ecke geschlagen, auf einmal brennt der Boden. Come on. Ah, der Junge macht dich fertig. Nein! Es ist knapp. Ihr alle, ihr müsst aufhören!
no, 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 no. Cutscene, Cutscene, Cutscene! Speicherpunkt. Kick, kick, kick. Hustle. Blut raus. Oh no. Oh no. Tja, Freya, da wo wir angefangen haben. Komm schon! Tu es! Halt! Bitte! Er ist besiegt, Vater. Er ist keine Gefahr mehr. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Beschützen. Ich war... Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch, mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Ich weiß. Was? Nein, Vater! Ich liebe dich. Warum? Warum kümmert dich das? Du hättest gehen können. Der Kreis endet hier. Wir müssen besser sein als das. Süßer Sohn! Freya. Mein Herz und mich Götter jetzt wieder. Er wollte es. Ich schwöre, hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun. Versprochen. Ich werde Freya ist geschnappt über deinen kalten Leichnam
durch alle Orte, in allen Welten. Tragen und dich dann Hels Abschaum zum Fraß vorwerfen, das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Die ist irre. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Genug. Und er? Junge. Wolltest du jetzt auch schon sterben? Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neil. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter? Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Ich geh dann mal. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Ich verstehe nicht. Jötunheim ruft. Oh, kurz mal sperren hier den. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich. Nein, du dürftest mich nicht töten. Dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja, Jötunheim wartet. Was haben wir Baldir denn gekostet? Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammen geheilt, wenn er euch nach Jötunheim schlau seid, wäre sicher nur Lügen. Warum hat die Mistress den Wagen gebrochen? Das war nicht mal der Endkampf. Es geht los! Unglaublich, wir werden die Riesen sehen! Also, sofern alles nach Plan verläuft. Nur zu, stelle Jötunheim ein und dann geht's los. Vermutlich. Vermutest du? Ja, ja. Mal sehen. Jötunheim. Auf geht die wilde Fahrt! So, und jetzt benutzt deinen Kopf. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Junge, den Kopf. Explodierst du nicht oder so? Oh, hatte ich nicht bedacht. Nein. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm.
Finger von den Quecksilberfingern. Ich bin mir sicher, ja. Wir sind fast da. Und? Worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit? Komm. Auf zur Bergspitze. Mutters Asche. Oh, ich habe einiges mit dir vor. Komm schnell wieder zurück. Bitte, will hier nichts einziehen. Komm, Junge. Wir müssen die Asche deiner Mutter verstreuen. Auf dem höchsten aller Berge. An der Spitze der Welt. In einer Welt, wo Rolltreppen nicht erfunden wurden. Aber Treppen leicht schräg sind. Schau! Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel! Da vorne! Ich sehe nichts. Geschafft! Haben wir. Na, keine Finger. Jetzt die Asche vergessen. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Hast du gerade einen Moment oder so, Vater? Trag sie. Auf zum höchsten aller Berge. Den ich immer noch nicht sehen kann, diese fünf Finger. Junge. Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Stimmen? Ah, guck mal hier, die Riesenfiguren. Hallo? Zeigen auf. Hallo, ist jemand hier? Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden.
eine Texttafel. Ne, geht nicht. Ich müsste sie fühlen, aber ich tue es nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns... Wo sind sie jetzt? Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? Hm, wer ist der Wächter? Der Wächter? Oh no. Oh no. Schreib das mal alles lieber auf. Ich spüre hier noch einen Kampf. Hallo? Hallo? Warte! Warte! Hier passiert was! Oh. Geschichte! Oh, das ist Mutter. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg, der Steinmetz, diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber... was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Ja, sind wir. Als ob der das jetzt nicht gesehen hat. Komm. Ich muss mein Leben für dich geben. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt. Und heimgeführt. Beenden wir es. Oh oh, was kommt jetzt? Oha. Der Friedhof der Riesen? Gemeinsam. So.
Leb wohl, Faye. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Ergibt wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein, er war ein Soldat, ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Wir haben es geschafft. Wir haben God of War durchgespielt. Und wieder einmal ist es ein sehr schönes und befreiendes Gefühl. Ein Singleplayer-Spiel durchzuhaben. Und auch bald dann wahrscheinlich Ragnarök weiterzuspielen. Es wird ja noch dauern, bis das auf PC kommt. Hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Ist so. Ich freue mich auch mega auf den nächsten Teil. Ich glaube aber, wie gesagt, das dauert noch ein bisschen, bis der dann auf PC rauskommt. Müssen wir mal gucken, wann der denn auf PC möglich ist. Aber sobald er dann auf PC möglich ist, werden wir hier auf jeden Fall weitermachen. Und uns weiter um die Götter kümmern. Jungs, bin ich vielleicht froh, die uns so im Weg stehen. Ich hab die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn, Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Nochmal 10.000 XP. Mit neues Spiel können sie ein neues Spiel beginnen und damit ihre Ausrüstung, erworbene Gegenstände, ihre Menge an Hacksilber behalten. Neues Spiel Plus kann jederzeit über das Menü Optionen im Spiel aufgerufen werden. Okay. Wunderbar.
Das heißt, wir sind hier fertig, würde ich sagen. Kehren wir also an den Standardort des Verbrechens zurück. Oh, wir sind glücklich, dass es heute... warte mal, nach Midgard zurück. Wann kommt Stray? Nee, Stray. Bevor wir nach Midgard reisen, muss ich euch nicht so. Es ist mehr Zeit vergangen, als du da warst. Und der Schneefall, der begann, als du Balder getötet hast, hat zugenommen. Es ist ein Omen. Bevor stehst du jetzt? Nicht irgendein, sondern ein so harter, dass er 3 Sommer lang dauert. Und wenn er um ist, beginnt Ragnarök. Ragnarök. Durch Schnee. Ja, Schnee. Noch mehr Schnee. Und dann das Ende der verdammten Welt. Ungefähr in der Weise. Noch eine Prophezeiung. Nein. Laut Prophezeiung sollte das Prophezeiung im Winter passieren. Ihr habt etwas verändert. Ihr wart nicht eingebildet. Ich sag dir, das ist Fimbulwinter. Ich spür's in meinem Schritt. Ich will's mir einmal angucken. Das ist der Große. Hör auf, das zu sagen. Oh, komm mal nicht raus. Ich bin ganz nervös. Früher oder später muss es ja schneien. Das ist nicht nur Schnee und das weißt du. Das ist die Endzeit. Wage es nicht, mich zur Stimme der Vernunft zu machen. Wir reden nur über das Wetter, über diesen kleinen Kälteeinbruch. Damit will er sagen, dass Fimbulwinter bevorsteht, Jungs. Der Winter, der alle Winter beendet. Ich spür's in meinem Schritt. Ja, ja. Haben wir gehört. Wenn ihr auf dem Heimweg seid, bleibt in Bewegung und versucht, nicht zu sterben. Wenn ihr nicht auf dem Heimweg seid, gilt dasselbe. So, danke. Nur aber. Einmal rausgucken. Hä? Das sieht ja aus wie immer. Hier ist gar nicht so viel Schnee gefallen. Hervorragend. Das bringt uns allerdings ans Ende von God of War. Und wir haben ein weiteres Singleplayer-Spiel durchgespielt. Ich bin sehr froh darüber, meine Freunde. Sehr froh. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich bin euer Marv. Ihr wart bei der Eulenproduktion. Haut rein.